Hi mal wieder. Ja, Balken TV, das schließt doch ein. Ihr wisst, seit 2015 habe ich dieses E-Mountainbike. Ich bin Fahrtechnik-Trainer, ich gebe auch E-Bike-Kurse und ich nutze das privat, wenn ich mit meiner Frau fahre, die fährt auch E-Bike. Also bin ich da auch begeistert von und habe jetzt als Beispiel, weil ich mehrere Räder habe, eine Vario-Stütze ohne Fernbedienung. Also das Thema des Videos, macht das überhaupt Sinn, weil man da vielleicht die günstiger bekommt, kaufen sich das manche, aber merken dann, mit Fernbedienung ist doch viel sinnvoller. Das wäre jetzt die Frage. Ich möchte euch mal die Vorteile und Nachteile erzählen und meine persönliche Beweggründe, warum ich diese Stütze hier an diesem Rad montiert habe. Also vielleicht kurz zur Historie. An dem Fahrrad war eine Neuauslieferung eine Vario-Stütze mit Fernbedienung dabei und ja, wie ihr das kennt, natürlich die Gefahr, dass da technische Mängel, Defekte auftreten können, ist bei Vario-Stützen durch den Zusatz an Technik einfach da. Und manchmal hat man Glück und fährt jahrelang eine ohne Probleme. Manchmal hat man das Pech, nach einem Monat hat man Probleme. Und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie lange eure Vario-Stütze problemfrei war oder wie oft ihr die einschicken musstet und so weiter und so fort. Ich hatte dann direkt auch wieder Probleme und hatte deswegen zwischenzeitlich sogar eine feste Stütze drin, also ohne Vario, weil ich noch darauf gewartet habe und es hat nicht, hat dann sehr lange gedauert. Das heißt, also ich kenne natürlich alles, weil ich auch seit den 90ern fahre. Mit fester Stütze, dann fahre ich eigentlich sonst immer mit Schnellspanner, den habe ich hier auch dran. Oder mit Fernbedienung, seit 2010 kenne ich halt die Vorteile der Sattelstützen Vario mit Fernbedienung. Ja, und da ist es so, du fährst einen Trail, es geht hoch runter, typisch Mittelgebirge, vielleicht für die Leute aus dem Kölner Raum, Ho Chi Minh Trail, vielleicht kennt ihr den bei Loma, Siegburg, den bin ich mal gefahren, da gab es noch keine Vario-Stützen vor vielen, vielen Jahren. Der hat nicht so viel Spaß gemacht, weil der ging runter, hoch, runter ziemlich steil, dann wieder doof hoch und du wolltest immer den Sattel hoch und runter machen, mit Sattelschnellspanner ist das aber viel Aufwand. Also auf dem Trail hätte ich damals, 2005 war das, viel mehr Spaß gehabt mit Vario-Stütze. Und das ist ja typisch Mittelgebirge, dieses Hügelige. Du hast am Daumen direkt den Hebel und wenn du es brauchst, zack, Sattel runter. Auch der Grund, warum im Cross-Country-Rennsport, also die olympische Disziplin, Elisabeth Brandau, die beste deutsche Fahrerin, die kennt ihr, oder Yolanda Neff, die Schweizerin, und auch bei den Männern, viele fahren mittlerweile Vario-Stütze, weil das so schnell geht, zack, runter und du hast die Sicherheit und mehr Spaß. Jetzt ist natürlich der Punkt, wenn du es nachrüstest, also wenn du ein Rad hast, da ist es dabei, ist vielleicht ein bisschen, hier war es bei dem Rad, ein bisschen fummelig hier mit der internen Zugführung, also das ist auch wieder so ein Thema, das hat Vor- und Nachteile, aber es sieht halt clean aus von der Optik. Wenn du es nachrüstest, musst du dir mit Kabelbindern oder irgendwie die Kabel außen legen, manche Leute stört das halt. So, und du hast natürlich wieder mehr an Technik. Es gibt natürlich mittlerweile auch Funkstützen, aber die meisten funktionieren mit mechanischer Funktion oder mit hydraulischer. Und ich benutze dieses Fahrrad zu über 90% als Kursbike. Das heißt, ich mache damit Fahrtechnikkurse und ich fahre damit selten Touren. Das heißt, wenn ich jetzt einen Trail fahre und ich muss den Sattel runter machen, müsste ich ja zwischen meine Beine fassen und hier den Sattel runter machen. Bin dann für einen Moment mit einer Hand weg vom Lenker, weniger Kontrolle. Im Worst Case vielleicht sogar Sturzgefahr, wenn genau dann ein dicker Stein käme. Das heißt, das ist ein deutlicher Nachteil, wenn man keine Fernbedienung hat. Aber wenn man verschiedene Einsatzzwecke hat, zum Beispiel man weiß, man fährt in der Regel immer einen Berg hoch und dann macht man Sattel runter und knallt wieder runter, dann reicht das ja, wenn man hier den Hebel hat. Wenn man aber dieses Wellige hat und oft runter hochstellen muss, dann macht die Fernbedienung Sinn. Dann natürlich wieder die Frage, ist man ein Typ, den das stört mit dem Kabel, wenn man das nachrüstet? Will man das vielleicht intern verlegen, was ein bisschen fummelig ist und so weiter und so fort. Ja, ihr könnt ja mal eure Erfahrung schreiben. Also ich bin an meinem Kursbike sehr glücklich hier mit dem Hebel unterm Sattel. Ich kann aber verstehen, dass wenn ihr Touren fahrt oder so, dass es mit Fernbedienung Vorteile hat. Wenn ihr sagt, ich fahre viel Bikepark, Homespot, Sprünge, ich muss aber auch immer wieder den breiten Weg hochfahren. Zum Beispiel in Wuppertal kenne ich das, am Downhill, am Koten, die legale Strecke. Da fährt man dann halt wieder ein Forstweg hoch und da ist natürlich sehr angenehm, wenn man sich den Sattel hoch machen kann, so wupp, und dann geht es wieder auf die Strecke und dann macht man wieder runter. Da reicht auch wieder ohne Fernbedienung. Ich bin auf eure Erfahrungen gespannt, auf eure Meinung und das war so, was ich dazu zu sagen habe und ich freue mich auf das nächste Video. Bis dann.